Ja. Das war mein erstes Auto gewesen. Ja. Ja, du hast sogar einen Kofferraum gepasst, da können wir reinhocken und Rams schreiben. Was haben wir da geschrieben? Da haben wir es irgendwann ist jetzt angefangen zu schreiben. Wow, ja. Ja. Hey, irgendwann ist jetzt, ist auch so eine. Das ist auch so eine. Wann haben wir das angefangen zu schreiben? Es war eine Zangengeburt. Es ist unser erstes Konzeptalbum. Stimmt. Das erste Mal, was wir gesagt haben, wir möchten einen roten Faden drin haben. Und ich finde, das haben wir auch geschafft. Ja, und ich habe auch lange gebraucht, um es abmischen. Ich bin in der Zwischenzeit noch an die SAE gegangen, um Tontechnik ein bisschen lernen. Und hat dann versucht, alles anzuwenden und abzumischen. Und es ist wirklich auch lang gegangen, weil wir haben dann gefunden, hey, wir möchten jetzt wirklich nur MC sein und nicht Produzent im ersten Fall. Dann sind wir in ein anderes Studio gegangen, zu der Rootwork Audio, zum Andy. Haben dort aufgenommen, aber es ist auch nicht richtig vorwärts gegangen, oder? Und haben es dann schlussendlich gleich eben selber mischen müssen, oder? Und darum ist es halt einfach das Zeitchen gegangen. Aber wir haben es geschafft, eben, und die tun wir jetzt auch verlosen. Da, die wollen eben Ausrufezeichen CD. Und dann könnt ihr sie überkommen. Und die sie schon haben und sie würden gewinnen, die kommen halt irgendetwas anderes über. Kommen da mal vorbei und wir machen einen Track zusammen oder sonst irgendetwas. Genau. Eigentlich sind wir jetzt hier am aktuellen Stand. Das ist jetzt die letzte Zeit, die wir rausgegeben haben. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist der eine Sommer, wo wir beim Schweizer Fernsehen auf Platz 1 gelandet sind. Für etwa 3 Monate. Weißt du was? Den Song spiele ich jetzt ein. Ja. Der Videoclip. Das war ein Videoclip, den wir mit einem zusammen gemacht haben. Sehr schwierig für mich, weil ich bin jemand, die mich vom Gamer kennen, die mich vom Quatsch auch mit dem Wiser Gamer und so kennen, die wissen, ich habe eine mega direkte Schnur. Ich sage oft Sachen und nachher merke ich, wenn ich das nicht gesagt hätte, hat mir jetzt jemand noch gern. Und dann kommt mein kleiner Teufel, der sagt, ist doch gleich. So, und so ist eigentlich auch meine Texte zwischendurch. Und er hat mir oft, bis 2-3 Mal sind wir da gewesen, ist wieder gekommen und gesagt, hey, das kannst du nicht sagen, hey, das kannst du nicht schreiben. Und wir sind halt wirklich auf dieser Realness-Schiene gefahren, von es darf nichts in unsere Texte reingearbeitet werden und so, wir müssen komplett 100% mehr sein. Und dann haben wir auch gefunden, okay, weißt du... Oh, Pamel, danke schön für den Follow. Geile Scheiße. Und wir haben gefunden, okay, komm, es ist ein Projekt, es ist kein Schiebe, es ist etwas, was wir noch nie gemacht haben. Haben wir ein offenes Herz, einen offenen Geist, lassen zu, dass wir diese Erfahrung machen. Und sind tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Yay! Also, wir spielen den Clip einfach mal schnell ein. Fastplay hat jetzt auch teilgenommen am Gewinnspiel. Hoffen wir gewinnst. Die anderen... Ich hoffe, ich gewinne alle. Sagen, ja. Schlussendlich, komm, ich schenke alle eins. Nein, eben, das Gewinnspiel. Jetzt, der Song. Lasst euch nicht irritieren von unserem Outfit, es hat halt einfach gerade gepasst, okay? So. Oh Mann, hey. Schau, jetzt kommt wieder die böse Szene. Ah! Oh, wow, wow! Oh! Oh! Oh, der Kuss! Oh! Naja. Screenshot. Das ist schon meine jetzige Freundin, die einen anderen küsst. Here we go! Bier und Wodka, Würst und Ketchup, viele Luzien, richtig Action. Sonne, Ski und Sonnenbrand, hilf jetzt nicht mehr durch den Mann. Party hört nicht auf, wenn der Sonne eine Schulter geht. Heute sind wir super cool, wie die Breaks. Der Grill klappt, die hat meine T-Bone Steaks. Das ist Hans, der Sommer wird herrlich. T-Shirts und Shorts werden unentbehrlich. Oh, schau euch an, ich meine, das ist ein T-Shirt. Es ist gemacht zum Leben und zum Hals vergessen. Look, schau wieder! Es ist ja
echt ein chilliger Stitch. Du Bobby, chillig, das ist. Ich sitze gerade draußen, viele Kilo ein Fisch. Ein Steak, ein Bratwurst oder auch ein Oberschein. Da ist der Gravitex-Gang, ja. Hörst du mein Fresh auf ja, doch. Fresh, fresh, doch. So eine derbe Barbecue, hinterlässt der fette Eindruck. Alle sind am besten, außer ich, wo noch der Grill. Und Bikini Girls und Waschbrettbücher. Alle ab ins Wasser, kommen dort nicht scheuer. Sandstrand und Volleyball, links, was ich ohne gemacht. Ohne Gleiben, auch der Bibel, nehmen wir ohne Kahn. Ja, voll. Ich lüge für den Fuss, ich schwitze ein bisschen oder im Bikini und der Schweizer Richtung. Schau jetzt mit dem Gesichtsausdruck, ich muss jetzt schauen. Ich bin so kaputt gewesen, ey. So viel Bier! Ja, da, weißt du, die beiden sind das voll am Arsch gegangen, die und die da. Ja. Oh nein! Nein, niemand hat mir gekannt. Schau, das schmeckt da, schau. Es hat noch einen Follow gegeben. Ebeka Strašno. Ebeka Strašno. Danke vielmals für den Follow. Messi. Messi. Mega cool. Ich mach da mal wieder weiter. Ja. Jetzt sind wir eigentlich so durch die Historie gegangen. Das ist so ein bisschen der. Schau da bei mir daheim mit dem Titz zusammen. Ja. Unsere CDs. Pressen. Der Funky Growbox bekommt eine, okay. Ja, funktioniert super, Hippie-Hooligan. Es funktioniert bei uns immer super. Alles, was wir machen, funktioniert immer. Okay, es hat nochmal gestartet. Gebt Gas, Ausrufezeichen CD. Genau, auf jeden Fall. Ist ja eher zu Ende gegangen. In dem Studio. Es hat schon ein Jahr, zwei vorher angefangen, dass zuerst du dich auch nicht wohl gefühlt hast. Ja. Und auch immer weniger gekommen bist. Es ist halt einfach wirklich so, dass viele Leute. Es ist ein Teil von. Ja, es ist wirklich. Wir haben das Studio, also ich habe das Studio den Raum ausgesucht. Wir haben die am Anfang noch gemietet. Wir sind noch andere Leute gewesen. Wir sind noch andere Leute gewesen. Wir müssen keinen Namen nennen. Auf jeden Fall, es hat einfach nicht mehr gestimmt. Es war verdreckt. Es war immer jemand rum. Wenn wir aufnehmen wollten, mussten wir warten, bis die anderen irgendetwas fertig gemacht haben. Und das Ding ist halt, wenn wir es selber machen, es muss einfach stimmen. Bei mir ist das so. Ich bin angekocht, 20 Minuten Text geschrieben und heute lasse ich die Tracks einfach nicht mehr. Und irgendwann kommt schon das Ding, was du sagst, hey, wenn ich etwas mache, dann muss auch die Stimmung richtig sein. Ich muss in der richtigen Mood sein. Das Licht muss stimmen. Ich tue zum Beispiel so einen Tick von mir, so einen ganz komischen Tick. Wenn ich in der Booth bin, was ist bei mir? Immer... Dunkel. Dunkel. Ich habe das Licht immer ab. Das sind so Ticks, die ich mir angewöhnt habe. Und das geht, aber alles stimmt nicht, wenn irgendetwas nicht stimmt. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du spürst, irgendwie die Aura ist nicht die Richtung, dann passt es einfach nicht. Ja, es passt nicht mehr. Genau. Ich habe so krampfhaft, wirklich, ich muss sagen, krampfhaft versucht zusammenzuheben. Ich versuche die verschiedenen Parteien dort innen irgendwie so anzubringen, dass es funktioniert. Oder habe organisiert, hey, dann und dann kommen wir. Kannst bitte schauen, dass du nicht rum bist. Schaust, dass es aufgeräumt ist, dass nicht überall noch
ein Kräutertee rumliegt und Asche und Reste und der Abfall draussen ist und es nicht mehr, ja, eben. Wie das eine Mal, wo ich ein uhure Müsli mitgebracht habe. Und es mega, mega saustall war. Nein, du nicht gegangen bist. Ah, ich? Arschloch. Fuck you!